Na gut, whatever. Dann machen wir das Ganze so und ohne Aufnahmen, sondern einfach nur Ingame-Sound. Willkommen beim Spiel SD Dota gegen SD Dota, die... Moment, lass mich nicht lügen. Jetzt kommt kranke Stats hier. Okay, falscher Tab. Das ist der richtige Tab. Richtiges Tab sollte sein. 1. Januar. Mal gucken hier. Letztes Spiel. Okay, ja. Diese Excel-Tabelle ist viel zu groß, um irgendwie da rumzuscrollen. 23. Januar ist noch nicht. Von der, glaube ich, das zweite Spiel. Dementsprechend das 54. Das 54. 10er SD-Spiel seit der Ronny-Excel-Time-Rechnung. Das heißt, vorher wurde noch gar nicht gezählt. Jetzt ist es danach. Und dementsprechend ist Wopster sehr schlecht, weil in den Statistiken eindeutig steht bei Wopster, dass Wopster bisher eine Winrate von immer noch sage und schreibe 37,8% ist. Es ist eindeutig aussagekräftig. Alles klar, wir haben auf der Session Radiant, Fox hat Immuni. Okay, er könnte das selber lesen. Das passt schon. Und wir haben als Helden erstmal den Doom als First Pick auf der Seite von Schönes Ding. Schönes Ding wird da countern vielleicht mit einem Earthshaker. Denn Earthshaker ist immer sehr beliebt am Anfang. Earthshaker, Clockwork, Witch Doctor, so die Richtung würde ich jetzt vermuten. Wir werden sehen. So, das Mikrofon ist ja jetzt hier schon irgendwie ganz gut, aber... Naja, Clockwork, siehst du, hast, hab ich gesagt, so sieht es aus. Wir schauen mittlerweile oder gegen Mitte des Spiels vielleicht mal bei einer der beiden Teams rein, um direkte Feedback zu bekommen, wie es denen damit geht. Um natürlich so professionell wie möglich zu kommen, erstmal so, voila, direkt erstmal reinzukommen. Wir werden sehen. Mein Mikrofon übersteuert, sehe ich schon. Das ist sehr interessant. Ich gucke mal, ob ich das fixen kann. Blab. Das ist einfach sehr laut. Andererseits. Keine Ahnung, wie die Audio-Pegel sind. Falls jemand zuguckt, kann er es mir ja mal schreiben. Und der Witch Doctor kommt als zweites Pick, von daher eindeutig vorhergesagt vom besten Caster aller Zeiten. Nämlich Tobi Wan. Quop. Quop of Pain und Doom, ein sehr mobiles Line-Up von Schönes Ding, woher natürlich Clockwork und Witch Doctor auf der Seite von Schönes Ding dahingegen, der auch sehr. Ja, doch. Teilweise mobil, Witch Doctor, weil sie eher noch ein passiver Support. Doom Gene of Pain, sehr mobil. Ein Doom, Träumer Doom vielleicht. Queen of Pain. Schaffro vielleicht in der Mitte. Wahrscheinlich. Quop in der Mitte. Und schon die Viper Buns. Und hier wird schon gegen die Mitte gebannt. Das heißt, sieht so noch aus, als ob die Mitte Queen of Pain fix ist und dann jetzt die Mitte Buns kommen, um Schaffro und Elaine ein bisschen einfacher zu machen. Wir werden sehen, was Schönes Ding entgegenbannen wollt, weil Schönes Ding hat schon ein ziemlich gutes Lineup und das Lineup von Schönes Ding sollte auf gar keinen Fall das Lineup von Schönes Ding countern, ansonsten hat Schönes Ding ziemlich einfaches Spiel in diesem Schönes Ding Spiel und Schönes Ding wird hier sehr schnell mit dem Sieg über Schönes Ding rausgehen in diesem krassen, klasse Matchup Schönes Ding versus Schönes Ding. So, wie war das? Tote Pferde sollten nicht mehr treten, Wortwitze auch nicht. Lassen wir das. AA ist draußen. Vielleicht will hier Radiant. Fox hat sich da gedacht, vielleicht wollen wir irgendwas auf Heal gehen. Cool. Wir werden sehen. Ein Healing Lineup. Witch Doctor, man könnte sich sowas vorstellen wie einen Wraith King, der auch nicht so viel Heal hat. Ja. Gute Frage. Mal schauen, was mit der AA da so als Ding geplant war zu bannen. Und wir werden jetzt hier auf der Seite von Foxes Team wahrscheinlich ins. Einige interessante Strats sehen, weil AA-Bann ist ja auch nicht so common these days. Ganz im Gegensatz zu TI1. Ja, ich bin alt.
Genau, und die Analysts müssen natürlich, die Caster und Analysts müssen immer diese Hints droppen. So was wie, ja, damals bei TI1, wie jeder weiß, der professionelle Caster war irgendwie AA gut. Das ist Zeug dann einfach von Professionalität, von daher. Das ist sehr wichtig. Sniper-Bann. Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich bei dem sehr aggressiven und springenden, ja, aggressiven Lineup von Alcaramba jetzt nicht erwartet. Aber Sniper ist immer ein böser Held. Kann man natürlich machen. Clockwork, Witch Doctor sind sehr gut im Zoning und den Sniper zu protecten. Von daher lieber raus als rein. Was wir noch drin haben, ist definitiv Medusa und Anti-Mage. Das sind immer die beiden Sachen, die hier so langsam relevant werden in der 18, 19, 20, 21 Picks und Buns. Die man hier leider nicht so viel sieht. Ja, und eine Legion Commander. Die sieht man selten. Wie oft wurde die denn schon bisher gepickt? Das fände ich jetzt mal interessant. Zum Glück haben wir Statistiken von Ron Nizzle. Und bisher sieht es so aus, als ob die Legion Commander bislang unter Legion Commander noch LC, ah ja, 7-mal gepickt wurde. Also doch gar nicht mal so schlecht mit einer aktuellen Winrate von... Oh, die macht... Ach, hier irgendwo, genau. Da, 29%, 2 zu 5. Das sieht nicht so gut aus. Auf der Radiant 50%, auf der Dire 0% Winrate auf Seite von Dire. Von daher, Radiant hat hier eine 50-50 Chance. Das ist besser, als ob es Alcaramba gepickt hatte. Dagegen ein Shadow Shaman, um mehr Control zu haben und um hier einen der Supports, einen, ja, vielleicht eher einfachen Support hin hat. Stellst du rein, machst du Shackles, kannst du was essen gehen, was trinken gehen. Ah, Zeit. Und der andere hält natürlich auch, weil danach kommt Dingens und danach kommt Dingens, dann kommt Doom drauf und ja, können wir mal einen Kaffee trinken gehen. Deleted from the game mal 2. So, Legion Commander, was könnte man denn noch dazu picken? Das würde man jetzt Ahnung haben, wenn ich ein sogenannter guter Drafter wäre. Da ich aber nur ein mittelmäßiger Caster bin, lasse ich einfach Foxer machen und Foxer entscheidet sich für einen Outworld Devourer, der bestimmt in den Händen von anderen Menschen als mir ziemlich gut abgeht. Da bin ich gespannt, wie ein OD in der Mitte wahrscheinlich von Spinnert gespielt wird. Ob hier den Nils den OD auspackt, den wir immer sehen wollten. Und hier Blink Hacks, bam, 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 macht. Oder ob, keine Ahnung, die Control von Doom, Quop und Shadow Shaman vielleicht auch zu viel wird. Wenn die Quop of Pain dann kommt mit dem Orchid. Macht auch OD keinen Spaß. Vielleicht sehen wir auch hier ziemlich coole Plays mit der LC, die vielleicht das runterpurgen kann. Press the Attack und erstmal einen Stun abbrechen. Oder sowas wie ein Orchid abbrechen und dann zack, Counter nicht hier. Wird ziemlich cool. Bane auf der Seite jetzt von Alcarambas Team. Legion Commander und OD, beides schöne Helden, um von hinten zu viel scrippen. Allerdings auch die Casks und der Clock, das Clockwork Ulti oder sonstige Sachen, weil Bane wahrscheinlich kein BKB hier bekommen wird. Da kommt der Medusa-Bann, auch auf der Seite von Foxer. Witch Doctor, na, Bane wird wohl kein BKB bekommen, dementsprechend hast du Witch Doctor Bounces, man hat Clockworks Hooks, Clockworks Cox und Clockworks Battery Sword, die das abbrechen können. Da ist viel Potenzial auf jeden Fall dabei, um halt Bane und die abzubrechen. Andererseits haben wir Shadow Shaman, Doom. Da ist sehr viel Control auf der Seite von Alcaramba. Let's Ban. Alcaramba wird sich entscheiden, einen Bann zu machen. Einen Anti-Mage oder keinen Anti-Mage? Das ist die Frage. PL ist auch schon draußen. Sven wird gebannt. Vielleicht etwas mit Minions hier? Auf jeden Fall wird noch ein Carry benötigt. Oder Doom geht Carry, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nicht tut. Wir könnten noch einen Bane in der Mitte sehen, aber Wofster ist im anderen Team, von daher wird hier wohl keine crazy Mid-Action ausgepackt. Doom Offlane sollte gehen. Ansonsten, ja, Roam, das Duo von den Supports, sehr viel Control, aber auch sehr unmobile Supports, muss man jetzt sagen. Keine üblichen Ganker-Helden. Müssen halt schon rankommen. Und beim OD, ja, mal schauen. Kann sein, dass so ein OD schnell wegkommt. Wenn er aber einmal gecatcht wird, ist er auf jeden Fall down.
Es sei denn, ja, wenn die Stunts nicht überlappen. Aber das darf, gehe ich stark von aus, dass es in der Mitte funktionieren sollte, wenn ein Gang kommt. Allerdings die Frage, ob die Gangs kommen. Auf der Seite von Radiant fehlt noch vielleicht ein Support. Das kann auch der Clockwork sein, Legion Commander offline. Von daher könnte er durchaus ein Carry sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch ein Carry kommt. Terrorblade auf der Seite von Alcaramba. Da kann man Svenba noch ein bisschen verstehen. Scary Lineup auf jeden Fall. Alcaramba, wenn die Snowballen, dann Snowballen die. Definitiv. Wir haben auch viele Möglichkeiten noch zu Split pushen, zu retten. Shadow Shaman, Rasta Wards, Terrorblade. Queen of Pain, sehr mobiler Held. Da ist sehr viel Potenzial für ein schönes Ding auf der Alcaramba-Seite. Viele verschiedene Spielstile zu ermöglichen, aber halt auch alles Helden, die ein bisschen Items brauchen. Zumindest die Quop, zumindest der Doom. In einer gewissen Art und Weise brauchen diese beiden Helden auch Items. So, Radiant. Foxer wird sich für einen Carry entscheiden und dieser Carry wird sein ein Juggernaut? Maybe. Maybe ein Juggernaut, maybe etwas anderes, was wir sonst so seltener sehen. 15 Sekunden sind noch Zeit. Wir werden gespannt sehen, random oder ein Held. Und das wird es sein, ein Lifestealer. Bing, 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 ja. Lifestealer, Wobster Clockwork. Genau, Offlane, Legion Commander. Träumer auf dem Doom, also auch Offlane. Kinderhaus, Proud Item, Steel Supports, Alcramma auf dem Terrorblade, Shafro, Queen of Pain, oder beziehungsweise Quop of Pain. Und Spirit in der Mitte auf MOD. Tim Juni kompliziert das Ganze mit Wobster auf dem Support Duo. Und wir gehen ins Game. Schönes Ding gegen schönes Ding. Wer wird gewinnen? Ich glaube, schönes Ding. Okay, ich wollte es ja nicht mehr tun. Fine. Tja, das dauert noch ein bisschen. Es ist ja noch interessant, dass man hier in dieser Ansicht keinerlei Zeit sieht so richtig. Also, wenn es losgeht. Aber jetzt geht's los! Bam, 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 Action, Action, Action. Welches Team wird in den ersten 5 Sekunden am meisten Action machen? Keins. Oh, Caster Overlay. Oh, Caster Overlay. So, Kuh, ne? Ja, Kuh, guck mal hier. Es geht noch. Genau, die Teams habe ich vorgestellt. Radiant geht diesmal die Action, die Ronnie-Action. Smoke ist da. Jetzt wird zu vierten Smoking gehen, aber hier, man sieht schon, Dire hier sehr vorsichtig. Alle gehen oben her. Gespannt, wie das mal ganz mit Schafo sieht. Hat zwar den Blink, aber. Da kommt Shafro, wird den Blink skillen, sieht nicht genau aus, skillt den Blink immerhin. Ja, haben sie jetzt auch gesehen, dass in der Mitte Blink raus ist, von daher schön für Spinner, dass er hier vielleicht in der ersten Zeit ein bisschen Vorteil hat. Daher versucht hier noch ein bisschen den Jungle zu engagen, sind hier tatsächlich in der Unterzahl, aber das wissen natürlich auch Dire nicht. Mal schauen, auf jeden Fall hier ein bisschen raushängen lassen, ein bisschen schauen hier, okay. Rausbullien. Wir sind immer noch zu viert oder so und versuchen jetzt tatsächlich beide Runen zu bekommen. Sehr greedy. Mal schauen, ob Dire hier merkt, okay, wir wollen uns eigentlich nur verarschen. Wir machen hier den Go. Und es sieht aber nicht so danach aus, als ob hier auf der Toplane irgendwas bekommt. Ja, Rune hier da. Rune hier da. Wobster versucht hier vielleicht noch irgendwas zu bekommen. Zack, 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 zack. Und einer liegt da noch. Was sieht's aus? Foxer hat das unten bekommen. Ja, Wobster hat die Rune nicht bekommen. Das heißt, drei Runen für Radiant. GG, würde ich jetzt mal schreiben. Und es ist noch nicht in den All-Chat geschrieben worden. Das überrascht mich für dieses professionelle Spiel hier. Da hatte ich gerade von einigen Leuten hier definitiv ein GG erwartet. Ich weiß nicht, wen genau ich meine. Man wird es nie erfahren werden. So, der Chroming Wobster Clockwork auf dem Support. In der Mitte erstmal eine erste Duel-Lane von Tim Juni. Ja, vielleicht ein bisschen zu aggressiv, aber hier auf der Bottom-Lane, es geht schon rein gegen Träumer. Batz, batz, batz. Und von hinten kommt Wobster rein. Hat nur Cox natürlich. Aber wird jetzt hier versuchen, ein bisschen Mana zu burnen. Oder sonstiges. Wir verfolgen ihn mal auf der Toplane. Elmo hat auch keinen Spaß. Wird für den Support hier zurückgedrängt.
Ja, vielleicht könnten sie mir jetzt tatsächlich, weil... Na gut, nur hauen. Mal schauen, ob wir hier irgendwann Go machen. Foxer hat hier, Pings kommen da an. Top. Team Uni steht nur da. Je nachdem, wie der Support kommt, kann aber auch für den Witch Doctor sehr schnell eng werden hier. Oh, was ist denn hier passiert? Hat die Salve rausgeforst. Schön gemacht von Lobster hier. Hat dann doch ein bisschen was bekommen. Jetzt in der Mittellane wird es ein bisschen... Geht ein bisschen mehr los hier. Meine Supports sind da auf der Seite von Dire. Wird hier der Go gemacht? Ja, da wird Go gemacht. Aber natürlich, die Ward ist jederzeit vorhanden. Das hier schon lange gesehen. Von daher schöne Wards auf der Seite von Radiant. Tatsächlich bringt diese Anzeige mit dem Kills Death Assist tatsächlich nicht so viel, weil W, weil das, was ich machen sollte. Nee, nicht B, A, nein. Goddammit, F. Na gut. Von mir aus. F wie von mir aus. Erkennerrunde ist unten. Und die versucht hier die Lane schön zu halten. Wir haben 6 zu 7 gegen 6 zu 6. Also relativ even. Bonk. 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 Kinderhaus versucht vielleicht noch die Runde zu snacken, aber Elmo ist dann da. Level 1 immer noch. Das tut natürlich weh. Aber was will man auf so einer Offlane halt einfach machen? Wenn von den Isopoch reinkommen, sind sie dran, kriegt hier so ein Level 2. Press Attack wird geskillt. Der Clockfer kommt nach oben. Findet hier eventuell keinen. Aber mit ein bisschen Speed wird das Ganze hier nicht passieren. Bonk. Ja, sehr viel Speed. Ah, aber kein Mana bunkern. Und wieder 19. Gold dafür. Temuni, bounce, bounce, bounce. Bounce leider nicht gut gegen Träumer hier. Wäre sogar interessant gewesen, wenn Temuni hier gedacht hätte, okay, die bounce bestimmt mit Maledict. Hätte da schon einiges machen können, aber natürlich jetzt auch hier mit dem Ding. Könnte man schauen, wie sieht's aus? Maledict ist drauf, aber der Lifesteal zieht sich zurück, weil halt auch der Speed einfach zu groß ist. Und die Casten waren auch auf Gul'dan. Nichts passiert, immer noch 0-0. Und wir sehen halt auch die Carries beide gut dabei. Momentan Alcarama noch vorne. Da der Lifestealer einiges Mana rotieren musste, weil sie auch ein bisschen mehr Action gemacht haben, haben die Supports natürlich Elmo sehr weit raushalten können. Bisher. Mal schauen, wie das weiterhin wird, wenn jetzt Wupsa ein bisschen als Control und als Hilfe dazukommt. Die Ward steht zwar immer noch hier, aber jetzt zu zweit wird es wesentlich einfacher da, auch wenn sie zwei Minis sind gegen potenziell 3 ranged. Oh, da könnte man einiges machen. Genau, Kinderhaus, ja. Der Speed ist auf jeden Fall da von Wuffs. Mal schauen, ob sie dann jetzt was machen können. Aber schön gejuked. Und erstmal wird hier nichts passieren. Mit dem Battery Sword. Das ist natürlich sehr scary, auch in so einer 1v1-Sachen. Beide Midlaner auch ein bisschen low. Machen sich gute Action. Mal schauen, ob da in der Mitte was passiert. Meanwhile. Gucken wir weiter auf Top, da könnte durchaus einiges los sein, aber hier wird gesilenced, wird gesleept, die Regeneration ist da, aber ja, okay, die Shackles, da kann man nichts gegen machen. First Blood geht auf Gerd und oh, der Hex kommt raus und Bartz, das war ein bisschen zu wenig. Alcarama holt ihn da raus, Terrorblade mit einem Double Kill, Metamorphosis ist einfach ein sehenbar Spell, da hat auch Wobster ein bisschen zu spät geschaltet, dass er da sehr schnell rauskommen muss. Weiß gar nicht, vielleicht auch ohne Cox wäre er da tot gewesen. Ja, zu viel. Cast kommt raus. Bounce, bounce, bounce. Ei, doch einmal vorbei. Level 2. Das Value Level 2. Um zumindest einen Bounce zu bekommen. Bringt natürlich nichts. Aber immerhin. Immer noch eine Invis-Rune auf der Bottomlane, die auch für einiges in Action sorgen könnte. Wobster kommt hier rotiert. Wie sieht es mit den Wards aus? Die Wards sind da. Von daher passiert hier nichts. Außer ein bisschen Bullying. Was zugeben, der Clockwork hier ziemlich gut macht. Ist überall at once, hat Len Level 2, was erstmal das Wichtigste ist von Clockwork. Level 2 zu bekommen. Und jetzt ist die Invis-Rune tatsächlich da. Invis-Rune wird genommen, wird dann auf die Bottomlane gegangen. Der Doom steht da schon ganz gut. Mana ist da für Scorched Earth, Level 5. Da müssen sie schon was tun. Könnten sie durchaus tun, wenn dem Juni jetzt zukommt? Schauen wir mal. Das sollte einen toten Doom geben. Aber mal schauen. Ja, aber entscheidet sich hier zu holen. Battery Assault geht an, Scorched Earth kommt raus. Macht er hier den Cox? Ja, kommt die Cox rein. Es sollte ein toter Doom sein. Versucht ihn rauszukommen, aber Maledict wird auch sehr viel Damage ziehen. Ja, genau, und da ist er down. Bartstead, Maledict zieht natürlich den Kill. Sehr schwierig, das zu timen.
Und Tim Juni hat den ersten Kill auf Seite von Radiant. Meanwhile in der Mitte. Man sieht, Doty kriegt so langsam ein bisschen mehr Last Hits, gewinnt so langsam die Lane gegen die Queen of Pain. Das ist zu erwarten, gerade mit mehr Levels auf dem OD. Knapp die Rune verpasst, auch bitter, erst respawned. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht mit dem Gank hier. Und da kommt tatsächlich der Nightmare ran. Es sollte in der Mitte ein Death geben. TPs kommen keine rein, Sleep ist da. Da kommt das Ding, mehr Zeit kaufen. Tim Juni kommt da rein, kriegt er die Kask raus. Er kriegt die Kask raus. Oh, und das könnte ein Return geben hier. Aber zumindest sollte das Überleben des OD bekommen. Ja, kriegt er raus. Der Turn kommt raus. Schöne Cox von Wobster, sodass sie zumindest Kinder aus dem Kill bekommen. Queen of Pain tickt da noch lange nicht aus. Schöne Rotation und schön gemacht von Spinner, dass sie da schnell das Astral bekommen. Beziehungsweise leider, muss man auch zusagen, ein bisschen verkackt vom Charmen, dass er nicht direkt gescheckelt hat, um die Cox, um die nicht abzubrechen. Ich glaube, mit einem direkten Scheckel und schönem Stun-Ding hätte das locker gepasst, um den OD das zu killen. Mit der Cask war es dann schwierig. Und ab dem Maledikt muss dann die Queen of Pain auf jeden Fall zurückgehen. Um mal nicht auszuticken. So, nächster Versuch. Versuchen wir es nochmal. Aber nur ein bisschen Harassment. Der Top-Lane. Legion Commander kann jetzt hier ein bisschen lane. Level 4 gegen Level 7 auf dem Terrorblade. Sobald es den Level 8 bekommt. Scary, scary. Muni hier mit Proud Atom. Die beiden Supports liefern sich hier die Schussgefechte in den Gräben. Literally. Und weiterhin beide Carries noch relativ nah zusammen, von daher sehr even noch. Was sagen die Grafen bei 9 Minuten? Sehr even auf jeden Fall. Sehr even. Rotations sehen wir jetzt bisher nicht. Eher defensiv gemacht. Aggressive Wards gestellt von Kinderhaus hier. Wurde nicht gesehen. Damit auch ein sehr, sehr wertvoller Ward für den Lauf des Spiels. Gerade wenn die Rotations jetzt kommen. 8 Minuten, 9 Minuten. Es wäre, ist viel wert hier. Noch immer eine Value Place, da sieht man so. Keinen Cent geben. Einfach, er weiß, dass hier sicher ist. Kann vielleicht zurück versuchen, den Denial auf den Kopf zu bekommen. 20 Gold sind 20 Gold. Aber war nicht so. Die Rune war eine Arcane-Rune auf der Seite von Spinnert. Das macht natürlich auch Spaß auf dem OD, gerade zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht so viel Mana hat. Und kriegt damit ein bisschen was. Auf der Bottomlane sollte jetzt der Go werden. Doom ist schon raus, aber ein bisschen sehr früh. Müssen wir mal schauen hier. Oh, Cox werden abgebrochen tatsächlich. Oh, und da kommt der Brainset. Geholt und auch die Cars bounce einmal komplett rüber. Versucht ihn hier mit dem Tower Rings zu ziehen wahrscheinlich. Aber kriegt es nicht ganz hin. Haben sie einen Kill bekommen? Ich dachte, der Doom wäre ein bisschen zu früh, aber schön gemacht und ein schönes Nightmare hier. Da wäre eine Möglichkeit durchaus gewesen, mit den Cox hier das rauszuziehen. Sodass irgendwie jetzt hier LS hier runtergehen kann, während Bane halt irgendwie hier oben bleibt. Aber das Nightmare hat das Schlimmere verhindert. Wie auch immer das abgebrochen wurde, war ich mir nicht ganz sicher. Wobster smoked hier und läuft in beide Supports rein. Das ist gar nicht so eine gute Idee, aber auf der Seite von Radiant kommt hier die Rotation rein. Versucht hier auf jeden Fall ein Goal zu machen. Das ist die Frage, ob er schnell genug wird. Ja, definitiv. Zack, kommt hier raus. Aber die Cask, die Cask. Schöne Sache hier. Wieder Witch Doctor OP. Bird Atom ist natürlich jetzt die Frage. Aber da wegkommt die Corks in 2 Sekunden. 1 Sekunde. Kann er sogar eventuell weglaufen? So, dieses Movement Speed und beide haben Windlays. Und dann kommt er da tatsächlich weg. Schön gemacht von Bane, indem er gelaufen ist. Oh, und der Turn jetzt hier im Clockwork. Schöne Sache. Witch Doctor nimmt da das weg. Sehr gut gemacht. Aber bisher ist es immer noch so. Clockwork ist relativ tief drin. Sie versuchen noch zu gorn. Die Cask bounced, aber nicht tief genug. Hex ist gleich da. Schauen, ob da irgendwas noch machen kann. Ulti kommt rein von Shafro. Macht einiges an Damage. Aber der Heal geht auch weiter. Kein Mana mehr, dass das Ganze gechased wird. Aber wie viel Chase ist da? Kein Chase ist da. Die haben dafür nicht genug. Shafro kann nach vorne gehen. Aber ohne Mana kann man da auch nichts machen. Radiant sollte hier rauskommen. Es sei denn, es passiert noch irgendwas. Es sei denn, sie können irgendwas wegjuken. Aber das sieht nicht danach aus. Träumer kommt jetzt von hinten. Den habe ich bestens nicht gesehen. Da sollte rauskommen. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Versucht sie zu leiden. Bam, keine Chance. Kriegen noch einen Mobster, weil der Träumer da irgendwie irgendwo hier rum war, im Farm wahrscheinlich. Da hat man auch mal positiv verschlafen. Schön noch einen Kill rausbekommen. 3 zu 4. Und die Last jetzt so langsam auf jeden Fall auf der Seite von Alcaramba. Wo sind sie hergechased? Hier einmal her. So quasi. Hier, dann daher, dann daher und hier. 3 Sekunden gewartet. Das ist natürlich viel Zeit für den Terrorblade oben ein bisschen zu farmen und am Ende zurückzukommen. Und den Fight für sich zu entscheiden. Daher wollen jetzt die 1 holen.
werden wahrscheinlich auch nicht viel Gegenwehr darauf treffen. Und wir haben 11 Minuten. Flatmore auf Lindworth, natürlich ganz klar, der Terrorbait weit vorne. Wir haben ja schon gesehen, 3-0-0 dafür. Wobster geht tatsächlich rein, TPs kommen, 3 Stück kommen hier rein. Mal schauen, ob sie was bekommen. Läuft sie davon hinter. Zu 4 sind sie jetzt. Duel von Geralt will jetzt auf jeden Fall Duel bekommen. Duel wird rauskommen und will es aber noch nicht ganz machen, weil es nicht sicher ist, ob er den Duel-Win bekommt. Wird aber jetzt wahrscheinlich casten können. Da kommt das Duel raus. Versuchen irgendwie Damage zu machen, aber kein Damage nach und lange nicht. Das war ein bisschen sehr, sehr, ja, gut. Haben unbedingt versucht zu bekommen. TPs kamen rein. Der Doom war halt einfach zu schnell für sie. Bitte auf der Seite von Radiant. Sehr große Rotation, wenig bekommen und meanwhile, na gut, es ist nicht Alcarama, der da farmt. Aber immerhin, der Bane kriegt ein bisschen Space, versucht Level 6 zu bekommen. Sehr wichtig, natürlich auch für Bane. Gut, es gibt nicht viele Helden, die für Level 6 nicht wichtig sind. Aber gerade auf Bane, wichtig, wichtig. Naja, Lifesteal hat jetzt ein Gear bekommen. Hat jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen aufgeholt in Sachen Networth. Es sind auch nur 500 GPM, 500 Gold. Ist ja auch nicht so viel. Wir haben ja schon, ob das Terrorblade damit snowballen kann und ob sie den noch irgendwie aufgehalten bekommen. Ist ja interessant, vom Clockwerk einfach reinzugehen. Aber gut, ist halt auch Melee. Meta als Ulti hat zu viel Cooldown dafür. 25 Damage Talent auf der Seite vom Quap. Mehrere Stück Greedy und da kommt die Metamorphosis, um den Tower da definitiv zu holen. Radiant sollte dagegen nicht viel tun können. Beim nächsten Anlauf wird ihm der Tower sterben, oder jetzt? Ups, er versucht es, Bonk, oh, und kriegt ihn denied, der Player. Thug Life, ne? Denkt euch die Sonnenbrille dazu. Auf der Bottom Lane versucht er jetzt, okay, ne. Es sind nur zwei und das ist leider ein sehr, sehr tankiger Doom. Mit Blinkdagger nach 13 Minuten und 500 Gold. Eieieiei. Doom 111 und Blinkdagger fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir müssen aber jetzt auch damit ein bisschen Action machen. Doom 20 Sekunden auf Cooldown. Sobald das wieder off Cooldown ist, nicht on Cooldown, off Cooldown ist, werden wir hier, glaube ich, sehr viel Action von daher bekommen, die auch am Anfang angesagt ein sehr aggressives Lineup haben. Gerade mit dem sehr frühen Blink auf Doom haben sie jetzt auch endlich den Chase. Okay, technically haben sie den Chase nicht, weil Doom immer noch keinen Stun hat, aber schön Centaur auffressen. Machen wir einen Alpha Wolf Centaur da. Bam, einmal ein Clap. 2 Sekunden Stun. Und dann kann man auch schon sehr viel machen mit dem Blink. Blink, Stun, Doom, go. Was ist da los? Wir fragen für die Zuschauer. Was ist da los? Internetprobleme, das ist sehr schwierig zu hören. Alles klar. Viel Spaß. Also Internetprobleme auf der Seite von Spinnert. Disconnected from the game. Das hört sich nicht so gut an. Wir sind gleich zurück. Werbung. Leider haben wir hier Adblock, dementsprechend hören Sie keine Werbung. Adblock wurde Ihnen präsentiert von nicht der Werbeindustrie. Okay. Shit-talken lässt sich besser mit Chips, von daher, be right back. Ausgezeichnet. Eine Aegis. Eieiei. Okay. Okay. Interviews. Miss die Dire-Seite. Was hält die Dire-Seite als Interview von... Ich habe zwar keinen Teamspeak-Ton hier, aber ich kann zumindest Interviews führen. Daher, der Blink auf Doom. Wie werden Sie dieses Spiel in 19 Sekunden machen, Herr Struck? Werden Sie auf einen Blinken, werden Sie einen Centaur fressen und damit einen Blinkstun Doom Kill holen?
Eine sehr gute Frage, ja. Team Action in der Mitte, das klingt gut. Ja, ich habe jetzt auch nichts anderes. Ja, immerhin. Ich habe leider ja nur. Nee. Ich könnte natürlich versuchen. Nee. Ich muss sagen, könnte ich irgendwie das Teamspeak Audio auf das Ingame Audio legen, aber das ist leider nicht so einfach möglich, von daher. Ja, ist mir ein bisschen langweilig. Ja, sicher. Es ist aber nur der Ingame-Stream, ne? Mein Windows 10 muss leider updaten. Deshalb kann ich leider nicht streamen. Wenn Windows 10 noch ungefähr für so 6-7 Stunden updaten muss, was auch immer. Und damit es Windows 10 ist, dass man sich abbrechen kann. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann nicht mal das ganze Ding aufnehmen, weil dafür müsste ich in Teamspeak kommen, um das Audio zu übertragen. Das kann ich aber nicht, weil sobald ich Internet bei dem anderen PC anstecke, zack, updatet das alles. Egal, viel Spaß und so. Könnt ihr euch angucken. So, es geht weiter. Genau. Stroke hat gesagt, Stroke braucht kein Center. Sie werden gleich in der Mitte Team Action machen. Dann bin ich mal gespannt. Sekunde noch auf der Seite für. Auf der Seite von Spinard. Pepperoni-Chips. Okay, das war jetzt nicht erwartet. Eieiei. Okay. Rasch, rasch, rasch. Okay, lassen wir es. Pepperoni. Ah. Okay, Team Action. Da bin ich mal gespannt. 10 Sekunden noch. Oh, in die Mitte. Doom geht schon langsam in die Mitte. Team Action, die berühmte Team Action mitgemacht. Community könnte hier gedumpt werden, aber natürlich nichts Chance. Und wie sieht's da aus? Du musst auf Cooldown. Nichts passiert. Wirklich schlimm sowas. Wirklich schlimm. Mit Ansage und nichts passiert. Aber weiterfahren. Nein. Farm, 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 farm. Drums werden hier gebaut. Der Racecar-Build auf der Seite vom Doom. Team Uni sehr aggressiv, wenn sie Awards hätten. Glaube ich, wäre also auf jeden Fall down. Sleep kommt da, aber er versucht hier eher auf den Blink, auf den Links zu kommen. Oh, und kriegt den Blink nicht raus. Wurde einfach gegoat, indem sie einfach auf ihn gerannt sind. Aber hat sehr viel, sehr, sehr viel Leben. Aber da kommen sie nicht ran. Fünf Leute von Radiant sind natürlich da. Und gerade ein Solo-Doom, der von seinem Team nicht unterstützt wird, weil sie ihn übersterben lassen, weil, ja, sie hatten halt einen schlechten Go, oder einfach wird das nicht überleben. Erster Kill, zweiter Kill, zweiter Deaths auf der Seite von Doom hier. Immer noch sehr, sehr even. Aber Terrorblade, weiter am Farmen, weiter am Farmen, weiter am Farmen. Ich kann wirklich keine Chips essen, ohne dass es offen zu stehen ist. Na gut. Okay. Nur die kam schön rein, um mir was abzubrechen, aber zu spät. Da hat man natürlich den Fiendscript schon gehört. Und ab dem Zeitpunkt bei vielen Leuten in der Gegend war da nichts mehr zu machen auf der Seite von Radiant. Somit der erste Tower des Spiels könnte hier auf die Seite von Dai gehen, aber noch wollen sie defen. TP'n hier tatsächlich zurück, um statt der Bottomlane Action zu machen. Nämlich hier den Kill zu bekommen mit einem Doom. Und das nächste ist hier. Clockwork ist da, aber wird natürlich sofort wieder aufgedeckt wegen dem Scorched Earth. Das ist natürlich bitter, aber hier kann vielleicht versuchen, den Infernal Blade zu bekommen. Oh, und wird hier gestört dabei, dass hier keine Action mehr weiter ist. Dafür kriegen sie in der Mitte aber den definitiven Tower. Musste zwar mit Metamorphose eingemacht werden, aber. Geht down. Erste Tower des Spiels geht auf der Seite von Dire. Und der Terrorblade wird weiter snowballen. Geht jetzt den Schrein holen. Und danach weiter. Eieiei. Yasha. Und schon mit Dreads und Dranglands sehr fettes Ding. Okay, ich mache einfach die Sensitivität ein bisschen höher. Dann kann ich wenigstens Chips essen, wenn das. Last. Versuchen wir es mal so.
es geht, sehr gut. Prioritäten. Alles klar, worüber könnte ich noch reden? Momentan gerade über nichts. Von daher. So. Oh, ne, Gore wird aber jetzt unten auf dreimal gemacht. Hubschrott kommt rein, da kommen die Koks. Oder auch nicht. Erstmal Koks gelassen, aber Scotchworth ist da. Und ist der Orne von Xute Juke und der Juke von Träumer. Nein, der mit dem Blocken. Ah, oh, da ist der nächste Slow da. Holt sich noch. Ne, holt sich nicht ganz. Das Midas war hier. Vom Ulti. Auch nicht vom Ulti. Aha, okay, vom Lifesteal. Double Midas auf der Seite von Radiant. Bislang fahren sie mit gar nicht so schlecht. Man sieht hier schon hier Scotch Damage. Heal. Mehr geskillt. Um in Zukunft vielleicht auch da rauszukommen. Trotzdem, T2 wird angegangen hier. Ui. Okay. Da wurde jemand angejumpt. Auf der Seite der Schaffrock-Fop, die einfach solo hier den Kill holt. Und zwar ohne Ulti. Not bad. Mit Veil, aber ohne Ulti. Ist ja auch mal was wert. So. Beide 1000 down, aber auf der Seite von Daya war das ein T2, der genommen wurde. Dementsprechend hier Daya ein bisschen weiter vorne. Weiter der Terrorplay. 9k Networth bei 17 Minuten. Gut dabei auf jeden Fall. Oh, Legion Commander wird hier geholt. Ja, Proud hat den versucht nicht zu attackieren, weil Patch Notes sind schwierig zu lesen. Zack. Dann kommt der Fiend Strip rein. Das soll dann. Das wird definitiv eine tote Legion sein. Und Alkaman Terrorblade wieder mit dem Last Hit. Weiter snowballen. Oh, und da hat tatsächlich hier. So gut wie das Mantas-Style fertig. Nach 18 Minuten. Das ist einiges. Mit der Metamorphose. Da wird sich. Definitiv Foxes Team auf der Seite von Radiant Gedanken machen müssen, wie sie damit umgehen wollen. Cairn's Tower wird jetzt fallen. Trotzdem Träumer hier mit der Endless-Rune natürlich. Will was machen. Ist aber ganz alleine da. Und sollte vielleicht eher rotieren. Da wird er einfach nur stehen bleiben. Nicht mal Rotations aufdecken. Aber immerhin ein bisschen was an Skills aufdecken. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Ein paar Sekunden sind es noch. Schauen, ob sie irgendwas bekommen. Smoke direkt aufgedeckt. Ist das bitter? Oh, das ist das auch zu spät. Eieiei, das ist ja bitter. Doom direkt drauf. Zack, auf die Legion Commander. Wie sieht es aus? Sind sie rechtzeitig da? Oh, die Cask. Nein. Donk, 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 donk. Die Frage ist jetzt, wird Daya chasen können oder werden sie einfach T2 dafür nehmen? Die haben schon T2 dafür genommen. Let's go weiter. Lobster ist nicht reingegangen, nur reingegangen. Wie sieht es hier aus? Fox und Lobster sind ziemlich gut drin mit dem Self-Sleep. Schöne Sache. Träumer wird low, aber ist noch nicht down. Metamorphosis holt die Action hier. Wir haben das Mantel noch da. Mantel kommt da. Da kommt natürlich das Ultima. Der kriegt es. Der Winner kriegt es raus. Aber Alkarama holt den nach Emo. Töten sich beide gegenseitig. Auf der Seite von Lobster ist jetzt in den Koks drin. Aber Kinderhaus kriegt noch hier das Stick Charges raus. Oh, wird wahrscheinlich von der Uhr rausticken. Kann, müsste Damage noch machen. Nicht ganz down. Bisher steht es 4-2. Schöner Fight auf jeden Fall von Radiant. Schaffro kriegt hier den OD. Stirbt aber auch 5-3. Ist hier der Change. Das sah definitiv anders aus mit der Metamorphosis, aber Radiant haben den Fight gewonnen. Nicht schlecht gemacht. Ist auch hier einiges im Gold-Change, XP-Change. Wichtiger Fight auf jeden Fall für Radiant, um hier zurückzukommen. Und sehr viel Damage. Sehr viel Damage. Nicht schlecht, das sah am Anfang anders aus, aber vielleicht halt ein bisschen zu früh engaged, um halt wirklich noch was machen zu können. Es sah bei, so ein bisschen davon aus, dass sie weit genug vorne sind, halt auch beides zu können. Sowohl den Tier 2 Bottom holen, als auch den Fight zu nehmen. Im Nachhinein war es dann doch nicht so. Trotzdem, schaut euch diesen Networth an. Next Item, natürlich Hurricane Pike. Wie sich das für Leute mit einer Dragonlance gehört. So, daher wird auf der Toplane was tun. Wobster hat hier den Sleep. Schauen wir, ob es so kommt. Schaffro kriegt hier zumindest die Vision hin. Oh, jetzt wird Wobster down gehen. Unvermeidlich. Aber sie haben auch einiges an Rotations dafür geforst. Ob der Hook so gut war, 60 Sekunden down, wird man noch sehen. Aber viele Rotations, um da den Kill zu bekommen.
Shadowstorm den Ward gestellt wurde, aber hier auch gesehen. Von daher wird der Ward sehr schnell dewardet werden. Schauen. Roche ist eine Möglichkeit, aber das Terrorblade ist ein bisschen zu weit weg. Vielleicht. Aber der T2 Tower wird es wohl in der Mitte sein. Das sind alle T2 Tower auf der Seite von Radiant weg nach 21 Minuten. Aber es ist halt nicht ohne Grund, dass Terrorblade ein Push-Held ist, ne? Dann sehen, Radiant ist bereit zum Defenden. Creeps ihn erstmal down. Mal schauen, wie hier der Fight gegangen wird. Radiant ist auf jeden Fall ready, muss top noch ein bisschen verteidigen. Lifestealer ohne Blink und Metamorphose beginnt Action zu machen. Wards sind sich gestellt, aber sehr bitter hier. Sehr anders gestellt für Kinderhaus. Überraschend. Na, das ist schlechter Aktion. Egal. Fight beginnt. Die Wards sind jetzt schon komplett aufgeräumt worden. Erstes Sleep ist da auf dem Clockwork. Metamorphosis, zack, wird versucht, was zu holen. Ja, das erste Drag rausgemacht. Träumer geht rein. Hat hier den OD auf jeden Fall geholt, aber stirbt instant. Der Damage von der Metamorphose geht jetzt hier raus. Zack, der erste Kill auf den Legion Commander. Bobster wird auch noch sterben. Broughthead kriegt ein komplettes Fiendscreamer. Fox hat auch. Und die Metamorphosen-Hits kriegen tatsächlich den Down. Dieser Damage, Triple Kill für Alcaramba. Meine Fresse. Terrorblade. 13.000 Networth. Und 3.400 Damage. Kein Wunder, bei 3.400 Damage, dass er dementsprechend auch T-Hits bekommen hat. Und die Hälfte an Damage auf dem Tier 3. Und ich glaube, können sie ziemlich entspannt jetzt Roche machen gehen. Metamorphose ist zwar ausgelaufen, dementsprechend können sie das natürlich nicht machen. Aber ich kann ja das erstmal ansagen und danach erst gucken, ob sie was überhaupt Ability-wise bekommen. Schöner Fight auf jeden Fall. 4K sind jetzt Dire vorne. Und dieses aggressive Matchup auf jeden Fall hier. Sieht man zu 100%. Das ist ein Spiel, was Spaß macht. Das ist ein Spiel, was Action macht. Ist natürlich auch die Frage, ob das auf Seite von The Radiant Spaß macht. Aber andererseits, sie haben halt. Die hatten gute Fights. Die haben auch immer noch kurz gute. Ein ganz gutes Lineup dagegen. Muss ja kurz ein bisschen flamen. Dit, mein lieber Foxer. Dit war nix, ne? Dit-Keule, dit war nix. Gut. Versuchen wir mal T1 bekommen, ne? Haben wir noch ein paar T1en. Oder so langsam nicht mehr. Dire, nächste Deny. Top-Lane. Prod-Item ist alleine. Die Frage ist, ob das ein Bait ist oder nicht. Wobster kriegt hier rein, geht hier rein. Zack, er kommt da raus. Keine Cox. Wir werden versuchen, erstmal so zu machen. Nightmare ist da erstmal draußen. Zack, zack, zack. Erste TP kommt. Alcaramba ist es aber. Alcaramba kann natürlich sehr viel machen. Versucht direkt rauszukommen und kommt natürlich auch raus. Verliert ja all sein Mana davon, aber naja, so schlimm ist es natürlich für den Terrorblade auch nicht. Hat ein Go gemacht, ein TP hat gereicht und auch das ist auch ein TP, was nicht wehtut, weil der Terrorblade sowieso auf der Toplane farmen muss. Von daher, schöne Rotations erstmal von daher. Einfach nur den richtigen Helden nach Top geschickt, richtig defended. Bei Radiant war das ein bisschen, war ein guter Versuch, aber nächstes Mal besser. So, dalle. Oh, Broadham kommt hoch, kriegt tatsächlich hier. Foxer kriegt noch diese ganzen Sachen raus, ist aber gegen Metamorphosis. Keine Chance. Alcaramba mit der Mega-Kill-Streak. Natürlich erstmal die Pause. Ja, Lag, eindeutig. Es hat mindestens 200 Millisekunden zu lange gedauert, bis er da den Kill geholt hat. Hat man direkt gesehen. Das waren nur 7K und nicht 7,1 oder so. Zeit für Dota Buff. Das zeigt uns noch an, ne? Schauen wir mal da. Alcaramba, steht da Sol MR 5300. Na gut. Updated 7 Monate zuvor. Also von Heise auf jetzt auf jeden Fall schon auf 8K. Legend 5 Millionen. Legend 4, ja. Ach, Legend. Divine 4 natürlich. So. Weiter geht's. Die nächsten vorbei. Wobster ist down. Kein Buyback auf der Seite davon. Weiter geht's, das Doom ist auch ready. Gerade unter dem Cooldown. Vielleicht bei der nächsten Creep Wave könnte man sich durchaus vorstellen, dass hier ein Blink-Doom reinkommt. Dann ist es ja doch schwierig, wie sie damit umgehen wollen. Metamorphosis hält noch eine Weile. Oh, da kommen sie rein, versuchen den Damage zu machen. Oh, aber schöne Nightmare-Saves. Also schöne Nightmare-Saves. Der Doom ist noch nicht rausgegangen, aber zack, erstmal rollen. Alcaramba lebt immer noch. Barz kriegt den Down. Hier ist sie aber Spinner. Ah, falsches Team geladen. Der Damage. Killing, Double Kill. Killing Speed, Triple Kill für Spinner. Kriegt ihr den Kill noch? Shafro ist da.
jetzt kriegt ihr eine Ultra-Kill für Spinnert. Das war der Doom, der ein bisschen gefehlt hat. Zu spät. Am Anfang sagst du sowas, du kriegst sie durchbekommen, aber schön hier den Terror Black gefokust. Und den Fight richtig gut gewonnen. Guckt euch das an. 3000 Gold Swing. Einiges als XP und dieser Damage. Alter, dieser Damage von der Eclipse. Nicht schlecht. 16 Hits. Gut, 9000 Damage. Da ist schon einiges dabei, aber... Hui. Es geht also. Es geht. Und das Spiel bleibt dynamisch und es bleibt auch sogar noch spannend. Genau, XP, Radiance sind vorne. Weil da ja ein bisschen mehr Fiverr. 5 Leute unterwegs waren. Net Worth. Bisschen noch even. Mal schauen, wie weit das noch hochgeht. T1 Tower ist auch noch gefallen. Wird auf jeden Fall die 2000 überschreiten. Wir sind zurück im Spiel. Sind auch definitiv zurück in der Leading-Rolle. Obwohl sie das technically ja nicht so wirklich waren. Das, glaube ich, war definitiv 4-0. Von daher, Radiant in der Leading-Rolle. Mal schauen, was sie mit anfangen werden. Auf jeden Fall mit Infest-Bombs und Duels wird da einiges machbar sein. Und wir sehen auch hier eine Heaven's Halberd als erstes Item hier. Auf der Seite von Legion Commander. Auch ein interessantes Ding. Ob sie hier wieder mit dem Ding rein versuchen, hier reinzubekommen. Alcaramba, kriegt er die raus? Nein, er kriegt die nicht raus. Taunted Bards und down, down, down wieder den Terrorblade bekommen. Das sind die Sachen, die man mit Duel anfangen kann. Perfekter Held dafür. Man hat ein eigenes Doom. Ähnliche Buchstaben, aber nicht dieselben. Gleiche Buchstabenlänge. Beides fängt mit D an. Doom und Duel kommt aufs selbe hinaus. In dem Fall ist natürlich aber Duel... Ah gut, es kommt ein bisschen drauf an. Damage ist einiges, aber mit einer Blade Mail ist es definitiv besser als der Doom. Schauen, was wir mit T2 machen. Es sieht ein bisschen so aus, als ob Dire verteidigen wollen. Buyback ist natürlich da. Nach 15 Sekunden will er eigentlich nicht benutzen. Sieht zumindest aus, als ob sie erstmal noch ein bisschen defenden wollen. Und bonk. Spam. Bonk. Haben tatsächlich den T2 verteidigt. Ohne irgendwelche wirklich wichtigen Spells zu benutzen. Von daher. Smoke und direkt hinterher. Guckt euch dieses dynamische Gameplay an. Das macht Spaß, das macht Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Burp, burp. Auf geht's. Ups, ein Doom ist ein bisschen weit zurück. Sollte er vielleicht ein bisschen weiter vorne kommen? Schauen, sie finden auch noch den OD. Oh, es ist bitte. Zack, direkt hier. Oh, der Blink. Oh, komm durch. Ah, falsch rum. Das war sehr knapp. Das hätte übel ausgehen können hier für Radiant. Aber gerade so weggekommen. Da hat Kinderhaus nicht damit gerechnet, dass da schon jemand reinkam. Oh. Hat hier den Doom abbekommen. Aber der Fight ist da und der Doom auf jeden Fall hier versucht, einen Kill zu bekommen. Und der Hill ist draußen. Die Frage ist jetzt, wie sieht's aus? Das ist ein Return-Kill. Der Spinner hier macht einiges an Damage rein. Die Träumer ist in der Mitte alleine. Kriegt hier den Damage an. Alcaramba versucht den Damage rauszuhauen auf Wobster. Kriegt Wobster hier down. Der ganze Deathwatch kommt hier rein. Evade. Ist durch. Wie sieht's aus? Plot-Item. Die sind beide hinten. Radiant ist ein bisschen gefangen, aber oh, Spinner steht da drin mit dem Ding. Kriegt den Thunder raus. Kriegt den Thunder raus. Und Spinner geht hier down. Schafro fällt auch. Von daher 3 zu 3. Und der Fight ist definitiv vorbei. Beide haben hier sich keine Blöße gegeben. Viel Damage rausgehauen, aber im Endeffekt war es ein kleiner Vorteil dafür. Oh, Plot-Item sollte jetzt hier versuchen abzuhauen. Und kommt da raus. Reset auf beiden Seiten, schöne Fights. Wo sie teilweise auf beiden Seiten ein bisschen Klatsch angefangen sind. Aber naja. Wenn der eine Seite im Vorteil ist und die andere Seite den Fight ein bisschen schwierig nimmt, kommt auf jeden Fall ein ziemlich interessanter und ziemlich spannender Fight raus. XP schon vorne. Einiges. Aber die
Gold sind nur bei 4000, aber von Radiant vorne, die auch noch zwei T2 Tower abzuholen haben. Von daher durchaus vorne in Sachen Networth. Und das ist sehr problematisch für Dire, weil mit dem Doom Dire halt auch sehr stark darauf spielt, dass sie einen oder ja, dass sie einen Helden rausholen können, wenn man halt einfach zwei Helden hat, die im Networth so weit oben sind, kann halt auch der andere einfach mit dem Terrorblit mithalten und dann ist es immer wieder even und der Doom ist raus. Auf der anderen Seite natürlich die Legion Commander sehr viel auf den Table bringt, als jetzt ein Doom mit rausgeholtem Doom, der beim Lifestealer und beim OD vielleicht, also beim OD schon viel bringt, wenn der Lifestealer geduelt wird, sehr schwierig. Bei der Legion, ja, okay, ohne Duel, aber das gleicht sich ein bisschen aus. Duel und Doom, kommt das ja wieder aus. So, wie sieht's aus? Muck, ja, sieht nicht so aus. Dafür sind sie auch ein bisschen zugesplittet. Abgesehen davon, dass keiner einen Smoke hat. Schauen, ob jetzt der Smoke hier kommt. Aber keiner von beiden hat einen Smoke. Weiter ein bisschen passiv. Jetzt ist, glaube ich, der Smoke angekommen. Ja, da ist der Smoke dazu gekommen. Let's smoke this shit. Und ab geht die Post. Lines were not drawn. Not here or not here. Mal schauen, ob sie was finden. Wieder mein Spinner. Ja, wieder mein Blinker. Oh, aber da haben sie die Vision. Und ein Doom drauf. Alter Schwede, ist das interessant. Es ist natürlich sinnvoll, durchaus den Doom raufzuhauen, bevor sie jetzt hier einfach sagen, schöne Worte, ne? Das ist alles erst möglich gemacht. Falls sie jetzt wirklich einen Gegenangriff erwarten. Sie haben auch hier den Clockwork gesehen, von daher kann ich das schon verstehen, dass hier ein Doom noch aufgehalten wird, bevor der Hookshot reinkommt. Weil sobald der Hookshot dann drin ist, kommt direkt das BKB an und dann kann er schon vielleicht ein Sendlich diese Clips raushauen oder sich halt auch einfach selber safen und diesen Fight gut beginnen. Von daher war der Doom technically auch schon gar nicht mal so Overkill, wie es scheinte. Aber Radiant wollen das definitiv contesten hier. Zack, Overwhelming Rods kommt hier rein, zack, Dingens rein und der Doom instant poppt der Ganze. Und da kommt aber ein schönes Ulti von der Queen of Pain rein. Foxer lebt immer noch, hat jetzt den Doom gekillt. Und das Witch Doctor Ulti holt einiges raus, kriegt hier einiges an Kills. Alcaramba ist immer noch drin. Double Kill mit der Death Ward. Wobster geht hier down. Alcaramba steht da, killt Double Kill für Schafro. Solo Kill für Alcaramba. 3-3 hier. Mal den Fight Recap an. Es war halt even. Das Problem ist nur, dass Dire hat jetzt Roche nehmen können. Und damit sehr viel ankommen können. Gerade mit dem Terrorblade. Das ist ein sehr wichtiges Item drauf, wenn sie das bekommen hier. Kriegen sie noch. Oder so. So kann man das auch machen. Ich kann es mir jetzt gerade vorstellen. Darf ich? Bitte. Na gut. I can see the sadness. Tja, Hex ist fast fertig auf der Seite vom OD. Auch ein wichtiges Item. Gerade auf dem Terrorblade, der nicht auf BKB, der auch ein BKB hat, natürlich, schon längerem. Mal schauen, wer hier was wieder als erstes losbekommt. Networth. Ja, wird ein bisschen eindeutig für den Lifestealer. Da jetzt Spinnert nach dem einen Ultra-Kill auf der Top-Lane nicht mehr so die Ultra-Kills bekommen hat, eher gedumpt wurde, eher gepickoff wurde und dementsprechend der Lifestealer auch ein bisschen mehr bekommen hat. Nimmt sich immer ein bisschen was. Also es nimmt sich nichts von den beiden. Radiant ist immer noch sehr even auf der Seite. 6000 vorne, ja. Und immer noch zwei Tower to go. Aber bisher ist der Fokus eher passend auf dem OD gelaufen. Gerade vom Doom her. Was durchaus verständlich ist und auch durchaus die richtige Wahl ist. Aber es führt natürlich dazu, dass Leute, die nur den Networth-Graphen angucken, zu sagen natürlich, dass hier Foxer ein wesentlich besserer Spieler ist natürlich, als Spinnert in der Mitte. Natürlich sind wir alle professionelle Zuschauer und wissen natürlich, woher das kommt und dass das halt alles seine Gründe hat und dass es halt Sacrifice for the Team und so. Aber Noob.
Ja. Pressure ist da, Aegis ist da. Let's go, Bot. TPs kommen rein, wie sieht's hier aus? Ja. TP ist 4 Sekunden, ah, okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt TP, Metamorphose ist aktiviert, zack, zack, zack. Damage kommt hier rein. Oh, die Wards auch noch. Heilige Scheiße, ist das ein Damage. Und das vom Bottom Ground. Können sie bisher nicht so machen. Oh, blinkt tatsächlich rein. Kommt hier tatsächlich da rein? Kriegt hier den Terrorblade? Aber der hat das Aegis. Ob das eine gute Idee ist? Barz kommt hier raus. Sendet diese Clips, Träuber. Kriegt hier wieder einiges mit Death Ward. Kriegt hier raus, dass der Lifesteal ein bisschen gemüdet ist. Kommt der Death Ward. Damage reicht nicht ganz. BKB aktiviert auf der Seite von Alcarama. Kein Mana mehr. Aber immerhin noch ein bisschen da. BKB versuchen noch die Rex zu bekommen. Das sieht aber ganz gut aus. Buyback von der Legion Commander. Versuchen so reinzukommen. 2 Down bisher auf der Seite von Dire. Aber die Ultis sind erstmal down. Legion ist natürlich auch nicht so das ganze Ding. Oh, schönes. Schönes Ghost-Zepter hier auf der Seite von Cloud-Item. Versuchen jetzt irgendwie rauszubekommen. Spinnert. Der Damage versucht von der Kamera rauszukommen. Das ist natürlich die Frage. Der Terrorblade ist jetzt sehr schwierig, ihn wegzubekommen. Elmo kann da jederzeit dahin kommen. Duel in 10 Sekunden. Auch Spinnert ist da einfach. Aber sie wollen halt auch nicht overcommitten. Und von daher werden sie rauskommen. Oh, Double Damage Rune ist da drin. Ich glaube, der Chase sollte jetzt, wenn sie vorbeigehen, es sei denn Bane. Wenn sie einfach Vision drauf bekommen. Aber schön. Rauszupähen. Better safe than sorry. Haben Damage bekommen, müssen auf die Rex. Aber haben halt den T3 bekommen, damit können sie die Schreine bekommen. Immer noch auf der Suche hier. Sind auf der Suche, haben leider nichts gefunden. Duel, Radiant, jetzt wieder bereit. Ich mag es, wie Radiant halt auch noch einfach weitergeht. Einfach weiter quasi, als du denkst, du bist halt schon safe. Das Problem ist halt nur, dieser Ward hat das natürlich alles gesehen. Von daher war auch da ja klar, die Jason lassen wir ganz B gehen. Nachher wieder schöne Vision von beiden Teams hier. Sehr ausgeglichen diesmal. Da hat wohl der Ronny-Ausgleicher Wunder gewirkt, ne? Und ich sage das bewusst so, dass es nur Leute von SD gerade verstehen können. Aber ist doch nur ein Test. Live wird das ganz anders sein. Natürlich. Ja, Networth hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert. Immer noch Radiant vorne. XP hat sich auch nicht viel verändert. Aber das wird sich gleich wahrscheinlich von selber klären. Wenn hier viele Leute Level 20 sind. Sehr interessant, dass der Level 23 ist. Und der Support Bane Level 20. Aber ja, das sind halt die Unterschiede im Ganzen. So, ja, vom Hero Level. Man sieht nicht so wirklich, dass. Also dieser XP-Unterschied, was halt hauptsächlich das hier ist. Und auch hier. Aber ja. So. Aegis ausgelaufen. Und direkt Counter-Smoke hier. Könnte gesehen worden sein, wurde wahrscheinlich nicht gesehen. Das war ein bisschen zu knapp. Rocket kommt hier raus. Broad Atom wurde davon gesehen. Aber der Wraparound kommt hier. Sie versuchen irgendeinen Kill zu bekommen. Da haben sie auf die... Oh, schön gemacht hier. Schön, schön, schnell, effizient und schön. Und Kinderhaus wird da auch nicht wegkommen. Oh, gerade Invis geworden. Bam, da kommt das dann rein. Macht schön 2 Kills geholt, aber auch schön von daher. Hier versuchen schnell was zu bekommen. Kriegen hier den T2 und werden wahrscheinlich direkt abhauen. Könnte man sogar beim Fortify nachdenken. Einfach weil sie so oder so weitergehen werden. Und dann ein bisschen Zeit bekommen für das TPs, aber uiuiui, ui, ui, da kommen TPs. Auch mit der Ward schön alles gespottet hier. Von daher keine Chance, irgendwie noch was zu reißen. Terrorblade Illusions kommen rein, aber keiner davon erreicht die Ranged Drakes. C2 bekommen, schöner Smoking von der Seite von Foxers. Geleadetes, schönes Ding. Geleadet ist auch ein sehr schönes deutsches Wort. Aber YOLO. Abgesehen davon, Sprache ist das, was du daraus machst. Ja. Und jetzt? Pumpfest. Hören wir, wie es aussieht. Wenn ihr Exo Smoke benutzt, wahrscheinlich wird hier
daher die nächste Smog benutzen. Shadow Shaman hat hier eine. Und ja, da kommen auch schon die Pinks aus. Das wurde hoffentlich als Elo erkannt, ja. Oh, passt das Doom angesetzt? Nein, Quatsch. Oh, Double Damage. Ich glaube, sie sollten wirklich smoken. Like, for real, you know. Oh, Lifestealer ist da drin. Oh. Bam, oh, dieser Damage. Oh, die tut dieser Damage. Lohnt sich fast Metamorphose anzumachen. Oh, der Centaur. Der Centaur. Ja, da kommt das TP natürlich. Und raus ist er. Dieser Centaur. 2 Sekunden ist dann. Es sind ungefähr 3 Hits. Mit 500 Damage. Und das Ulti wäre noch vor der Vision da gewesen. Ich glaube, das wäre ein Kill gewesen. MVP und zu Recht von Träumer aufgefressen worden. Und zu Recht aufgefressen worden. Das heißt, dieser Stun läuft jetzt in Form von Träumer rum. Jetzt dementsprechend auch solche Value-Stuns reinbekommen wird. Wir sind gespannt. Es könnte was werden. Officer will das wissen. Hat ja ausgepinkt. Aber ist natürlich komplett alleine. Ja, wir vielleicht ein bisschen Bait machen. Von wegen, okay, Clockwork auf der Top-Lane. Da werden die wohl was machen wollen. Trotzdem Smoke da, aber noch kein Smoke nah. I'll take that. Beide Teams wieder doch etwas defensiver. Dreimal wurde er detektiert. Und hatte auch relativ gut zu sehen bekommen, dass da eine Ward steht. Sonst wäre die Ward nicht genau in die Fresse. Kann natürlich auch hier sein, aber mit der Prediction, ja, ich würde auch darauf schätzen, dass die Ward hier ist. Ich als Professional. Oh, da ist das wichtige Item. Da ist das wichtige Item. Ein Double Kill schon mit der Death Ward ohne bekommen. Und die Attack Range, ja. Wenn er da noch ein Death Ward Damage drauf bekommt, Ich glaube, Timmy muss man gerade ein bisschen betrachten. Der Witch Doctor wird einiges in Action machen, gerade weil der Pfeil halt sehr konzentriert ist. Alles sind hier quasi Nahkämpfer. Da kann so ein Deathbot richtig reinhauen. Und diese Ulis. In diese Ulis, genau. Immer dieser Uli. Kriegt den Death den Grip noch raus, aber. Oh, verliert die Vision! Verliert die Vision! Wow, geht da hin! Wow, und blinkt! Blinkt? Oh, Wopse. Ja, cool. Boss Death, Blink, pff, alles dasselbe. Not bad, schön geplayed. Schön geplayed, mein Gott. Schön gespielt von Wopse hier. Und runter gemacht. Gut, er hatte nach 5 Sekunden Fiendscript natürlich auch genug Zeit, sich auszudenken. Okay, wo hocke ich jetzt gleich rein? Aber hätte natürlich auch vielleicht mit einem Force-Staff into Nightmare da noch ein bisschen sicherer das Ganze spielen können. Auch wenn man mit dem Force-Staff eventuell in Cox reingepusht wäre. Das ist so die Absprache, die machen muss. Aber auf der Seite von Radiant sehen wir jetzt hier, es ist raus und. Oh. Ja, will er jetzt oder will er nicht gehen? Er will nicht ganz gehen. Nächstes Mal. Pinks kommen raus. Alcaramba riecht da was. Da ist auf jeden Fall was. Und vielleicht smoken sie da doch lieber rein. Trotzdem auf der Jagd. Legion Commander alleine da. Haben sie gesehen, blinkt er einfach rein. Blinkt einfach rein, gerade so, wo alle raus sind. Das ist bitter. Oh, haben sie was hier gefunden, von daher sollte der Doom jetzt erstmal down sein. Batz. Down. Aber die Legion Commander kriegt einiges in Damage. Gehen raus und das irgendwie, oh, ganz knapp daneben, dieser Movement Speed von und Wopster hat fast geschafft, den umzubringen, aber nicht ganz. Von daher, Lifestealer wird jetzt hier wahrscheinlich down gehen. Ah, dieser Damage, dieser Heal. Bam, down ist er. Bei einer Hawkshot. Oh Mist, Proud hatte mit dem Sidestep. Mit den Plays. Kriegt es hier raus. Ja, da sieht es aus, das erste Ding. Danach hat man noch Ghost Scepter, da kommen auch einiges danach weg. Elmo versucht, um ein bisschen reinzukommen, aber kein Blink. Daher ziehen sich zurück 2-1, aber halt einen wichtigen Kill bekommen hier. Radiant wollen aber noch mehr. Sie wollen noch mehr. Das Duel ist wieder ready, von daher könnte man jetzt hier gehen. Die Haze ist da. Miau. Aber das hilft natürlich nicht, wenn man geduelt wird.
Batz, Batz, Batz ist down. Hier das Ulti kommt rein auf der Seite von Schaffro, aber Schaffro ist vielleicht auch jetzt ein bisschen zu deep. Geht er da rein. Alcaramma wird versuchen, den Spinner zu bekommen. Und es sieht nicht so gut aus, als ob sie ihn bekommen. Schaffro versucht hier mit dem Schreiner ein bisschen Space zu bekommen, kriegt es raus. Dem Juni ist jetzt zur Stelle. Deathwatch wurde eben eingesetzt. Ich habe den Damage nicht gesehen, aber Alcaramma ist auch weg. Wir haben es versucht, aber noch den Main bekommen. Dynamik hin und her und hin und her. Schönes Spiel, was man hier auf der Seite von Schönes Ding sieht. Aber auch Schönes Ding. Spiel nicht schlecht. Ja, der Scanner ist jetzt leider ein bisschen verkackt. Aber nein. Ja, und mit dieser Rocket auf jeden Fall sieht man einiges hier. Kommen natürlich da rein. Zack, rein, kein Doom da. Vor allem wird das Ganze tanken. Und jetzt kommt der Deathwatch, der Deathwatch mit dem Damage. Zerreißt einfach den Doom. Aber auf der anderen Seite zerreißen, kriegen auch hier draus. Kriegt sein Life-Swap raus, um es mal so zu nennen. Natürlich weiß ich, dass es Thunder heißt. Und, tja, 2 zu 3. Und mit einem vollen OD. Es wird sehr schwierig, da noch irgendwas zu goen. Auch gerade ohne Meta. Das ist nicht drin. Von daher, Radiant kriegen hier einen Orsch. Und sind jetzt 11k Gold vorne. Grafen sprechen eine relativ eindeutige Sprache auf Radiant, aber sonst sieht das gar nicht so eindeutig aus. Ist noch alles offen. Beide Teams sind relativ even. Es kommt sehr stark auf die Fights an und auf der Bottomlane ist es immer noch möglich, mit einem Terrorblade eventuell Rex gegen Rex zu traden. Auch wenn hier die Boots of Travel noch nicht da sind, um in den Full Red Mode zu gehen. Aber, man hat auch 4900 Gold. Erstmal zwei Clarities kaufen. Na gut. Ach ja. Okay, das wird noch eine Weile dauern, bis irgendwas passiert hier. Von daher. Wieder keine Werbung. Hey, what's going on? Wie Sie sehen, passiert nichts. Weiter mit den Nachrichten. Mitte passiert irgendwas. Drücke ganz viele Dinge drücken. Ganz viele Dinge drücken. Autsch. Das brauche ich nicht zu kommentieren. War zu dem Zeitpunkt relativ klar, was passieren wird. Tja, muss man langsam aufpassen. Boom hier. 1 zu 12. Ist mit dann. Oh nein, die Queen of Pain haben sie noch gefunden. Oh, schöne, schöne Linkens hier. Miteinander gelegt. Haben sie noch ein bisschen was bekommen? OD wird hier gesteept. Ist immer noch die Möglichkeit für ein Feedscript da. Wie sieht's aus? Kriegen sie den Feedscript raus? Kriegen den Feedscript hier schön raus? Meta ist da drin. Jetzt geht's ran. Aber dieser. Oh, dieser. Ah, dieser Deathward. Bam, bam, bam. Double Kill auf den Witch Doctor. Aber der Heal. Oh, dieser Heal. Witch Doctor ist hier sehr stark. Aber Meta haut rein. Meta zerstört hier gerade alles. Was ist denn los? Wir werfen noch immer hier Leute rein. Okay, es ist nur die Aegis, aber. Müssen sie definitiv aufpassen, dass sie nicht zu viel reinwerfen, aber das Schaffro auch wieder zurück. Foxer muss da reingehen. Alcaramma haut weiter rein, geht aber jetzt hier down nicht möglich, da was zu bekommen. Oh, oh, 50 Leben. Bitter, bitter, bitter.
Dinge raus. Noch keine Racks bekommen. Amas bei mit dem Terrorblade bekommen. Ohne Meta, nicht so wichtig. Komm hier raus, raus, raus. Zack, 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 immer weiter. Und dabei bleibt es. Schöner Fight, aber weiter. Weiter nach oben. Für Radiant. Kriegen hier einen Buyback. Und kriegen einen Tower. Boom, there it goes. Dire's bottom shrine is under attack. So, wir könnten jetzt drüber reden über Itemwahl. Wie sieht es denn aus hier? Ja, mach mal so. Nächstes Item, 3500 Gold. Ui. Mal gucken, ob das eine Etherlense wird. Das wird ziemlich witzig. Ah, okay, es wird Level 25 erstmal. Ja, der Deathward Damage ist einiges wert. Und überraschenderweise wird es 75 Deathward Damage. Wer hätte es gedacht bei Double Kills ohne Ende vom Support Witch Doctor? Ah, er geht halt einfach schon ab. Danach, Legion Commander hat jetzt einen Link jetzt gebaut, ist immer noch ein bisschen dran bei dem Versuch, irgendwann mal das Ding, was sie eben eine Halberd, eine Heaven's Halberd rauszubekommen. Nicht Heaven's Halberd oder Havens? Heaven's Halberd. Heavens, natürlich. Dota Heaven. Also Reddit. So, Clockwork hat die üblichen Items, die man schon erwarten würde. Hat auch gerade hier, geht jetzt auf den Agadims und hat das Agadims schon. Aber Buyback ist, glaube ich, in that stage of the game. Einfach mal wichtiger. Hat hier, was ich sehr interessant finde, die 20% Magic Damage genommen. Ich nehme immer Rocket Flare. Aber das kann man ja jeder so machen, wie er das will, ne? Es ist natürlich auch so dass ohne die 25 reicht es, glaube ich. Reicht es halt nicht ganz, eine Creep Wave mit zwei Rockets zu töten. Deshalb nehme ich das meistens. Aber es ist auch doch so knapp. Also es reicht halt nicht ganz. Und daher. Das ist beides irgendwie verständlich. Wobei natürlich der Magic Damage halt so eine Sache ist. Ne, wer hat denn die Magic Damage? Warp Scream? Naja, gut. Und ansonsten, die Wards machen die Physical oder Magical, die machen auch Physical. Von daher würde ich mal sagen, im Nachhinein war das nicht so eine gute Idee, ne? Aber naja. Patriot Sword Intervall ist natürlich auch so eine schöne Sache. Oh, die auf der anderen Seite hat jetzt ein MKB gebaut, um gegen den ganzen Evasion von dem Terrorblade runterzugehen, gegen das Butterfly zu gehen. Der geht hier auf Crit gerade und versucht wahrscheinlich die Boots danach wegzulegen. Ja, muss man sehen. Ansonsten hier Boots of Travel als nächstes Item für den OD. Terrorblade, wie gesagt, geht auf Crit danach. Muss ja schauen, was sonst noch ist, aber sonst hauptsächlich gesixlottet. Kann natürlich noch das Hurricane Bike auslegen, aber ich weiß nicht, ob er das will, weil doch sehr viel Safe da ist und die Range ein großes Ding ist davon. Wir müssen schnell beilen, bevor hier Radiant vorne da sind. Queen of Pain, relativ wenig Items, geht auf den Hex. Doom hat das Shivas schon länger fertig, hat jetzt Aga fertig und geht auch auf Heaven's Halberd. Bane, BKB, schönes Item. Und Shaman geht auf gar nichts. Das ist halt eine 5er Position, wir sind im Networth 5000 Networth. Davon ist 3000 das hier, naja, 2000 das hier, 1000 das hier und der Rest sind 2000 Wards. Hashtag Support Life. Was will man machen? Okay, jetzt habe ich alle Items gegangen und ich dachte, was passiert? Ist immer noch nichts passiert. Das sind wir jetzt bitter. Wenn jetzt natürlich professionelle Caster sehr viel reden können über sehr viele Sachen, sodass dem Zuschauer oder der Zuschauerin nicht langweilig wird oder generell der Zuschauer eine Person, aber das fehlt ein bisschen hier. Ob das an dem Professionell liegen mag? Absolut gar nicht. Kann ich gar nicht verstehen. Vielleicht liegt das am Wetter bestimmt. Am Wetter. Oh, und es passiert immer etwas Action. Zack, da kommt es rein, aber schöne Four Steps. Nothing happened und Dual Damage, ja. Das wäre lustig geworden, wenn die Quop da drin wäre. Vielleicht mit Nightmare hätten sie das noch überlebt, aber schönes Safety auf der Seite von, schönes Ding auf der Dire-Seite. Trotzdem, Radiant steht jetzt vorne drin und ich habe gemerkt, dass nichts passiert. Ich glaube, jetzt wird was passieren. Wir sind gespannt, ob was passiert oder ob wir einfach so die Wegstown gehen. Das erste Link ist down, batz, 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 geht zurück, die nächste Link ist down. Das macht auf jeden Fall eine lustige Interaktion, auch wenn das damals, wo die Items rauskamen, doch sehr LOL-Niveau war. Und damit meine ich nicht lustiges Niveau, sondern League of Legends-Niveau. Aber weiterhin, Radiant sind weiter vor der Base.
Roshan respawnt auch bald. Von daher werden sie versuchen, hier ein bisschen Gold zu machen. Und wenn sie es nicht hinbekommen, einfach zurückgehen, Rosh nehmen und das nochmal versuchen. Kann natürlich auch genauso drehen, wenn jetzt Radiant einen ziemlich guten Fight hier bekommt. Dire. Dass Dire hier rauskommen können, noch einen Rosh bekommen und auf einmal auf der Seite von Radiant steht. Man muss es sehen, was sie hier machen wollen. Holen das erste Mal den Schrein. Und gehen vielleicht doch lieber zu Rosh. Und Rosh ist fast wieder da. Bonk, der Hook kommt rein. Einfach aus Spaß. Einfach aus Dollargründen. Wahrscheinlich einfach um ran zu gucken und dann wegzublinken. Rosh wieder da. Tim Uni wird Rosh rechtzeitig entdecken. Ping, ping, ping. Auch mit Refresher Shard. Mal schauen, ob hier Dire raussmoked oder nicht. Wir haben immer noch eine Smoke am Kurier und die zweite wurde ja gerade hochgenommen. Dire wird smoken. Aber Robster steht ja gut. Warpster Outplay. Das kann mit der Hinwiss-Rune, ernsthaft. Und das macht Spaß. Smoken sie aus und nicht. Sie sind tatsächlich noch nicht in Rauschland drin. Von daher könnte man das noch tun. Natürlich, Radiant hat das auch noch nicht gesehen. Sie wissen natürlich, dass sie raussmoken werden. Dann werden sie vielleicht noch ein bisschen warten, falls ein etwaiger Smoke halt fertig ist. Aber rein geht's. In the pit. Und Smoke oder nicht Smoke, was wird es werden? Es sieht nach nichts Smoke aus. Na gut. Etwas bisschen sprachlos oder gedankenlos hier auf der Seite von der Dire. Wenn sie jetzt mocken, wahrscheinlich zu spät. Ja, wahrscheinlich zu spät. Das braucht sehr lange. Was braucht das denn so lange? Bisschen überzeugend, das geht auch der nächste noch weg. So, schauen, Buyback Gold. Nicht genug, um das Hex zu kaufen. Immer noch nicht genug, um das Hex zu kaufen. Aber immerhin Buyback zu haben, das ist vielleicht da wichtiger als Rosh. Jetzt zu nehmen, kein Buyback zu haben und dann das Spiel vorbei hält. Aber es sah so ein bisschen, machen wir es jetzt, machen wir es nicht. Sah ein bisschen komisch aus. Aber naja. In the end, it didn't even matter. So, Deathball Push ist vorbereitet. Es gibt nicht genug Dooms für. Oh, mit Refresher Shard. Hier sind auch viele Ultis hier. Ein Ulti ist schön reingehauen. Frage ist, ob Tim Uni jetzt erstmal Heal auspacken wird. Noch nicht. Aber sie werden trotzdem mal noch Hochgrund gehen. Ulti noch on cooldown jetzt, logischerweise. Und er wird einfach da stehen mit der Aegis und wird sagen: Ihr könnt mich mal. Können sie wirklich nichts gegen tun. Alter Schwede. Der Karamell gut hinten. Holyrex. Gehen B. Können sie wirklich nichts dagegen tun. Will er da einfach, dass sie draufgehen. Legion Commander ist immer ready. Mal schauen, ob sie noch die zweite Rex holen. Aber es ist sehr interessant. Daher können dagegen nichts tun. Und gerade mit dem Lifestealer davon, der doch wirklich alle Buffs auf sich hat. Ja, was willst du tun? Zack, 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 zack. Alter Schwede. Dieses Loot Absorb ist ein wirklich gutes Item. An diesem Game. Ja, let's go top. Und machen das weiter. Bin mal sehr gespannt, was Dire dagegen tun wird. Weil ich glaube mal, dass sie da nicht viel tun gehen können. Von daher ist die Frage, was denn einen Fehler macht. Können das Radiant runterspielen? Werden Radiant einen Fehler machen und das Spiel noch thrown? Das ist im NSD. Wird Dire einen Fehler machen und das Ganze sehr schnell thrown? Oder wird Dire das einfach nicht halten können? Wir werden es sehen. Gleich nach der Werbung. Burp, Adblock. Wir sind wieder zurück im Spiel. Schönes Ding gegen schönes Ding. Mit einer unglaublichen Pause von 2 Sekunden. Und weiterhin. Push oder nicht Push? Definitiv Push. GG oder nicht GG? Let's see. Damage ist ein bisschen vorhanden, aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig, irgendwas zu tun. Mir tut das ja schon weh vom Zugucken. Ich meine, was will Dire hier machen? Bottom pusht ein bisschen, aber können sie jetzt auch nicht runtergehen. Gesehen davon, dass die BOTs noch nicht vorhanden sind. Linkens wird jetzt, ja, für Refresher Orb auf dem Terrorblade. Double Meter wird jetzt gebaut. Na gut. Gerade mit dem Buyback ist es durchaus sinnvoll. Und gerade mit Full Slotted. Außer natürlich auf das Moonshirt.
Zack, 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 Hex, interessant. Jetzt kommt es hier raus. Wie sieht es aus? Erst hinten alles abgebrochen, bom, bom, bom. Kommen die Forsters raus, Foxer in der Mitte, Wops in der Mitte nichts gemacht. Foxer wird hier sehr low, aber oh, die Kask, die Kask. Haut es hier raus, kriegt er das noch raus? Nein, er kriegt es nicht raus, stirbt. Buyback, zack, hinterher. Oder auch nicht Buyback, zwei Kills raus. Schon wieder der Hook nicht geschafft. Hex kommt raus. Buybacks kommen jetzt hier raus. Doom geht hier auch noch down. Kann auch den Stun nicht mehr raushauen. Auf deiner Seite, Wopster ist immer noch drin. Holt hier raus, aber ist die. Daher versuchen hier das Beste. Zack, wieder Lotus Orb drin. Wieder alles dabei. Nächster Hookshot geht rein. Bane belebt das Ganze nicht ganz hier rein. Shadow Schaden blinkt. Forstep rein. Aber wieder die Kokonut. Die Kokonut mit der Kokosnuss werden sie hier geowned. Und auch die nächsten Rex sind down. Kein Building Damage, aber starkes Play von Radiant hier. Da kann da ja wirklich nichts tun. Sie haben ihr Bestes versucht. Aber schon gesagt, sehr schwierig dagegen zu fighten. Zwei Lanes of Rex sind down, das ist noch nicht das Ende. Aber mit diesen fünf Helden dabei sieht es sehr stark mit dem Ende aus. Gehen jetzt hier für die letzten Rex. 33 Sekunden noch im Doom. Der auch noch lange kein Doom hat, von daher auch hier nicht da. Wards sind da, aber auch kein Buyback, von daher Zutritt. Ulti auch noch nicht mehr verfügbar, da werden auch die letzten Rex wohl oder übel noch fallen gehen. Aegis auch noch lang genug da, zack, da gehen sie da rein. Wopster hat ein Go gemacht, aber niemanden gefunden. Die Forsters waren einfach wieder da. Nächster Hook rein, Forsters raus, Lotus Orb raus. Können sie nichts gegen tun. Die letzten Rex sind hiermit gefallen, Mega Creeps sind da. Und es könnte sein, dass da jetzt die G callt. Oder dass wir einfach noch go. GG kommt raus. Was ein Spieler. Der Devil kommt nochmal rein. Holy shit, dieser Damage. Holy shit, dieser Damage will ich gleich sehen. Da bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Spiel. Ein 10er. Schönes Ding, schönes Ding. Schaltet bald wieder rein. Subscribe, Gedöns, Gedöns, Gedöns. Naja, whatever. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht.